Völlig lässige Musik mit Überlänge kommt da aus Frankreich gebogen. Daft Punk mit ihrem neuen Album Random Access Memories. Beziehungsweise sollte es eigentlich so klingen. Daft Punk mit ihrem neuen Album Random Access Memories. Everybody will be dancing to the feeling you're right. Everybody will be dancing till not doing it right. Acht Jahre ist es her, seit der letzten Platte der beiden französischen House-DJs. Mit Random Access Memories melden sie sich jedoch eindrucksvoll zurück, positiv wie negativ. Ein Denkmal brauchen sich Julien Emmanuel und Thomas Gagalté nicht mehr zu setzen, das steht schon. Sie gelten als die Gründer der Hausmusik. Ihre Musik beinhaltet wirre Computersounds, einen nicht aussagekräftigen Text, wie man schon alleine an ihrem Bandnamen Daft Punk, dämlicher Punk, merkt. Doch all das zusammen macht eine Mischung, die einen mitwippen und ganz tief in den Liegestuhl sinken lässt. Daft Punk gehören zu den wenigen Musikern, die es trotz ihrer extremen Popularität, unter anderem dreimal eine goldene Schallplatte in den USA und fünfmal Platin in Frankreich, geschafft haben, ihr Gesicht aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Dabei helfen auch ihre charakterlichen Robotermasken, die sie sowohl bei Live-Auftritten tragen, die aber auch auf ihrem Albumcover von Random Access Memories zu sehen sind. Ein besonderer Hinhörer auf dem Album ist eine Art Monolog des Erfinders der Synthesizer-Disco-Musik Hans-Jörg Giorgio Moroder. In einer Aufnahmekabine ließen Daft Punk den Italiener über sein Leben erzählen. Die Kabine war mit verschiedenen Mikrofonmodellen ausgestattet, die jeweils typisch für die Zeit waren. Zu hören ist das Ganze auf Giorgio by Moroder. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was. Fast eine Stunde und 20 Minuten dauert das neue Werk der Franzosen. Alleine die erste Single nimmt fast 6,5 Minuten in Anspruch. Nicht nur bei Get Lucky hat Pharrell Williams mitgearbeitet, er ist als Produzent des ganzen Albums auch maßgeblich am Erfolg beteiligt. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night. In dem ganzen Soundwirrwarr kommt da der Song Instant Crush schon fast normal her. Er trägt, genauso wie die 12 anderen Lieder auf Random Access Memories, dazu bei, dass das Denkmal von Daft Punk weiter und weiter wächst.